Na Leute, seid ihr bereit für eine weitere Runde Metroid Prime? Herzlich willkommen zurück. Im letzten Part haben wir die Fregatte Orphion verlassen nach einer herben Explosion und sind Ridley hier auf diesem Planeten gefolgt, da wir eigentlich der Meinung waren, dass wir ihn getötet haben. Und jetzt gucken wir mal, was macht Ridley hier? Was hat er vor? Warum ist er hier? Wir treten jetzt unser erstes Gebiet, die Chozo-Ruinen. Das will ich auch gleich mal scannen. Sind zwar nicht relevant, aber ich mach's einfach mal. Weil ich so unglaublich, weiß ich nicht, langweilig bin. Jetzt betreten wir das erste Gebiet. Oh, eingehende Scandaten. Die eingehenden Scandaten sind halt Hinweise, wo wir als nächstes hin müssen. Okay. Große Nisthalle. Ah, genau. Ich weiß schon, was da ist. Da kriegen wir... Oh, guck mal, hier. Scan. Ganz cooler Scan hier oben. Nämlich die Chozo-Inschrift. Das sind richtig geile Scans, wie ich finde. Das, darüber erfährt man nämlich so ein bisschen Hintergrundgeschichte, warum, was wir hier genau machen. Und ich würde sagen, dass, die Scans lese ich mir auch noch durch, aber erst später, weil jetzt werdet ihr eh noch nicht verstehen, was das zu bedeuten hat. Deshalb später. Ruin der Chozo. Jetzt beginnt die geile Mucke. Glaube ich. Die geile Mucke beginnt noch nicht. Komm her, Mann. Bam, 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 bam. Okay. Wann beginnt die geile Mucke? Mal gucken, da können wir noch nicht rein. Okay. Türpanzerung verhindert den Zutritt. Okay. Alles klar. Da kommen wir noch nicht rein. Ich weiß natürlich, wann man da reinkommt. Oder so gar nicht so weit hin, bis wir da reinkommen. Oh mein Gott, was ist das denn da? Nicht die Tür. Verdammt. Steht da noch nicht. Das war ein Energietank. Die ja auch 100% relevant sind und ich natürlich alle sammeln werde. Juhu. Oh, Leute, ich mag dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Aber ich habe auch ein bisschen Respekt davor. Vor 100%. Vor dem noch nicht so, aber bei 2 und 3 habe ich mir eben noch nie geschafft. Yargi, Yargi, Yargi. Deswegen habe ich schon ein bisschen Pipi in der Hose. Erstmal das Nest. You can stay in the Longbook. Guck mal, hier hat Wespennest. Kommen schon gleich die Wespen raus? Nee. Na dann, so. Oh, ach, ich habe ja gar keine Raketen mehr. Ich Arsch. Ich hab die ja verloren. So, gehen wir mal als erstes hier rein. Die einzige Tür, in die wir derzeitig reingehen. Willst du mich eigentlich verarschen? Ach, komm. Ach, Exitus. Explosionsfähiger Parasit. Und wenn man hier durchgeht, jetzt hier gerade so am Anfang, wo man halt nur noch 99 Leben hat, stirbt man. Das war richtig, das ist richtig fies von den Entwicklern, finde ich. Oh, verdammt, ich komme hier noch gar nicht durch. Gut, dann weiß ich, wo ich hingehen kann. Ich würde nicht sagen, dass ich dieses Spiel auswendig kenne, aber ich kenne das, ich kenne mich schon aus. Mein zweiter Run habe ich in 8 Stunden geschafft. Und ich gehe davon aus, dass wir auch so ungefähr 8 Stunden brauchen werden. Ich lasse mir auch Zeit. Werde alles zeigen. Exitus töten. Ne, die Mehrzahl wäre dann bestimmt Exitar. Ne, nicht wahr? So. Was sind wir denn hier? Was ist das denn? Neuer Eintrag. Augon. Bewegungsunfähiger Organismus. Augon, ey. Ich habe mich immer Egons genannt. Naja, Luftballern. Luftballern. Metroid Prime. Was kann ich zu diesem Spiel noch sagen? Ich habe ja damals auch einen Grabber-Test dazu gemacht, wenn ihr euch erinnert. Mit meinem ganz alten Mikro noch so richtig scheiße. Lese ich später vor. Da habe ich halt getestet und da ruckelte alles noch, weil ich noch von meinem Laptop aus aufgenommen habe. Aber jetzt mache ich das ja alles schon viel besser und professioneller, nicht wahr? Okay, ah, hier sind die Wespen. Hier kommen sie. Goliath-Wespe. Okay. Okay, gehen wir erstmal speichern.
kann euch, genau, ich zeige euch jetzt mal. Gleich zeige ich euch was. Nämlich, wie umfangreich dieses Spiel eigentlich ist. Da seht ihr, Items 0%, Scans 13%. 13% schon, da denkt mir jetzt sicherlich, du hast schon ein CD geschafft, dann schaffst du das Let's Play doch in drei Parts. Nein. Später wird das noch länger dauern. Vor allen Dingen werde ich bestimmt noch welche suchen. So ein paar, die Wandscans und so. Hier sehen wir schon die Items, die wir noch kriegen werden. Und hier die Datenbank. Wir haben schon Piratenscans. Jetzt 5 von Cebes, voll aus Metroid 1. Oder sie müssen. Schoso, 2 schon. Typisierung, schon ein paar. Das sind schon ein paar mehr. Und Technologie. Okay. Und hier unten ist noch was anderes, was ich natürlich schon weiß. Und wir auch noch... Wow, was machst du denn da? Voll da. Was wir noch früh genug erfahren werden. So, gehen wir auch erstmal weiter. Und holen uns unser erstes Item. Sind das wieder Exitus? Nicht das da. Nicht das da. Exitus. Die sind irgendwie voll weiß, wahrscheinlich durch die Sonne irgendwie so ganz merkwürdig. Okay. Autsch. Oh, ist wieder die scheiß Wespen. Wow. Okay. Scannen wir erstmal das Gras. Fanggras. Oder wie Tim es nennen würde, das Anbetungsgras. Stimmt's, Tim? So würdest du es nennen. Habe ich recht? Habe ich recht? Mein lieber Tim? Habe ich recht? Egal. So, eben da. Scannen. Pilz. Hübscher Pilz. Sprengkopf. Okay. Hoch muss ich. Hep. Hep. Und durch. Ich bin ein kleiner, kleines Glühwürmchen. Plasmid. Okay. Zu Anfang werden die Scans wirklich noch recht schnell gehen. Aber später wird es auf jeden Fall länger dauern. Da könnt ihr euch gefasst. Könnt ihr schon mal drauf gefasst machen. Ist die Kiste richtig? Nee. Aber was da rauskommt, ist wichtig. Ah, roter. Mittlere Energiekapsel. 20. Alles klar, Mann. Oh, wir kommen schon zum ersten Boss. Schaffe ich den Part noch? Ich glaube schon. Müsste ich eigentlich. Okay. Was ist denn das? Lässt sich offenbar so machen? Okay, was? Die Mucke gleich. Oh nein, schrecklich! Nein! Der Endboss-Time. Nein, vielleicht nicht Endboss, aber auf jeden Fall schon mal ein kleiner Zwischenboss. Was ist das denn? Nicht die, nicht du. Die Mucke, die ist auch voll geil. Oh, Rammwespe. Leute, ich habe gerade ein bisschen Angst, ja, weil hier so mit leichter Zeitverzögerung dürfte das gar nicht mal so leicht werden. Und du? Schwammmechanoid. Sicherheitsanlage. Oh ja. Gut. Okay. Dann kriegt ihr auch. Die hauen nämlich auch ein bisschen rein mit ihrem Schaden, ja. Die übertreiben es da gerne ein bisschen. Ich glaube, die Mucke ist gerade extrem laut hier. Sonst ist die Mucke ja eher so im Hintergrund, aber hier das mal. Ey, komm her, du Scheißvieh. Ja, wo bist du? Scheißvieh! Oh. Es geht natürlich nicht dahin, wo ich will. Dieses Prinzip kennen wir natürlich. Hey, Wespe! Hallo? Achso, ich kann ja auch auf das Radar oben gucken mal. Ey, man so... Willst du mich verarschen, Wespe? Ey, komm! Das geht immer hinter mich! So eine feige Sau! Vor allem mit dem Delay kann ich... Oh, die kann man eben von hier scannen. Nee, kann ich nicht. So, und angreifen. Müssen wir, glaube ich, viermal machen, den ganzen Quatsch. Oh, Mann, ey. Das sind so viele.
Gedanken. Ich treffe die gerade voll. Wow. Einer ist schon tot. Geil. Nur durch dieses Schießen. Okay, 26. Ich habe noch 4 Minuten Zeit. Schaffe ich den in der Zeit? Oh mein Gott, meine Energie schwindet. Ah, Mann. Oh, ich hasse immer diese letzte Wespe, ja, die Pilz. Die will immer, die lässt sich immer schön Zeit. Gut, 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 bam. 2 von 4. So, jetzt kommen schon ein paar mehr. Ich habe gerade voll aufgetroffen. Geil, okay. Aua. Der Endboss ist ja. Andere Endbosse sind cooler. Auch die Bossfights in dem Spiel sind auch noch so geil, ey. Und gar nicht mal so schwer. Außer der eine. Vor dem graut's mich schon. Egal. Das ist in naher Zukunft. Bis dahin habe ich mich wohl ein bisschen an den Delay gewöhnt. Sagt man den Delay? Keine Ahnung. Jedenfalls an die Zeitverzögerung meines Videograbbers und Audiograbbers und alles mögliche. Aua, ey. Audio- und Videograbber natürlich. Ich möchte ja schließlich auch Sound haben, nicht wahr? Sonst wäre das ja langweilig. Baff. Okay, ich weiß nicht, ob ihr die Tasten hört. Der Wii-Sound ist ja allgemein... 2 Stück nur noch. Ist ja allgemein nur ein bisschen leiser. Hey, komm her. Quatsch. Okay, nur noch einer. Das ist schön. Obwohl, eine Stufe muss ich ja noch, ne? Bam, 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 bam. Oh, war's schon. Schwammmechanoid besiegt. Alles klar. Okay, Raketenwerfer. Geil. Ich habe gerade ein bisschen rote Ohren, weil ich gerade dachte, ich habe einen Scan vergessen, aber das habe ich nicht. Zack. Das Nest von denen kommt ja erst später. Raketenwerfer erhalten. Bitte drücken, um eine Missile abzufeuern. Um zu beamen, Waffen zurückzuwechseln, bitte drücken. Alles klar. Geil. Damit können wir jetzt nämlich die auch aufballern. Kann ich jetzt nochmal scannen? Nee. Okay. Einfach rauf. Putz. Hier hätten wir gleich mal unseren ersten Energietank. Yay. Geil. Neue Missiles. Geil. Okay. Gut, jetzt haben wir noch 5 Missiles und insgesamt gibt es 255. Juhu. Das bricht erstmal vor ein. Okay, jetzt können wir nicht mehr machen, als zurückzugehen. Ich würde sagen, ich gehe zurück zu dieser Speicherstation und da beende ich dann auch den Part. Ja, ja. Metroid Prime. Soll ich ein von Epic gehauchtes... Ach ja, ich kann mir noch schnell einen... meinen ersten richtigen Missile-Container holen. Lol, was ein anderer? Sah dafür aus. Egal. Und ich kann die Nester mal ab... ballern. So. So, und das Ding da nämlich. Und da ist ein Missile hinter... Wow. Beim kurz durchs Giftwasser. Und den Missile-Container zu eigen machen. Alles klar. Du gehst mal weg. Aua. Aua, aua. Aua, aua, aua. Aua, aua. Ach ja, hier kommen wir auch noch hin. Und uns schon mal das Kartenterminal holen. Muss ich eigentlich nochmal scannen? Nein. Die Karten da in dieses Bereich wurden übertragen. Goal. Und wir sehen schon, die Shows-Ruinen sind riesig. Guckt sie euch an. Ja, ich würde schon sagen, das ist das größte Gebiet vom Spiel. Da kommen wir überall noch hin. Und insgesamt gibt es, ich weiß gar nicht, wie viele Gebiete. Ich könnte sie jetzt aufzählen, aber ich bin so faul.
Ach nee, mach ich jetzt nicht. Einfach zurück zur Speicherstation. Und dann beende ich den Part. Die Part. Schnell rein und speichern und tschüss sagen. Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.